Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist bei mir Sonntag. Ich sag's wie es ist. Ab jetzt kommen Videos mit ein bisschen Vorproduktionszeit, weil ich muss so drehen, dass bei uns gerade zufälligerweise etwas dunkler war und ich ein bisschen mehr Energie habe, weil die Sonne macht mich fertig. Ich bin der Pudding an der Wand. Ich habe da irgendwie nichts zu suchen, aber ich klatsche halt runter. Ihr wisst schon, so wie es so ganz langsam so runter klatscht, so wuh, ab. Und ich denke, wieso beschreibe ich es auch noch? Beschreibe ich es auch noch? Ja, das ist so. Beschreibt man es auch noch? Ja. Boah. Nicht mein Tag. Und dann auch, ja, das sage ich wahrscheinlich gerade jeden Tag. Ja, dann nickt man. Sonst nickt man nicht. Aber da wird noch einmal zum Wackeln. Da geht. Das glaube ich ja nicht. Oh, egal. Leo, deine Chance. Oma geht bestimmt vom lila Hocker, wenn du jetzt runtergehst. Entschuldigt. Ich bin gerade etwas besorgt um Leo. Der hat sich gerade versprungen und ich habe immer noch diese totale Nervosität, wenn er sich verspringt und dann habe ich Angst um seine Hüfte und aber darum soll es jetzt mal nicht gehen, sondern es soll um alles gehen. Was denn? Irgendwann muss man ja anfangen. Alles zu, ich bin besorgt zu Happiness. Gut, sei es drum. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, weil es war ja gerade die WDDC. Oh, auf jeden Fall wird das, ich meine das Apple-Event, wo sie immer die Software vorstellen und alles. Und ja, und da dachte ich plaudere mal mit euch darüber, weil mir da was aufgefallen ist, was, ja, was vielleicht auch dem einen oder anderen aufgefallen ist. Also, mal abgesehen davon, dass der neue iMac aussieht wie eine Käsereibe. Den Witz bringt jeder, also dachte ich auch. Mitläufer-Moment. Ja. Ist mir noch was anderes aufgefallen. Und zwar die Tatsache, dass Apple tatsächlich, ich habe so zumindest das Gefühl, Apple hört nicht mehr auf das, was die Kunden für sich wünschen oder ein Teil der Kunden. Und ja, also, und natürlich, was mir auch noch aufgefallen ist, dass die total im Apple-Universum drin sind und die auch dort arbeiten und sowas, dass die dazu neigen, Apple zu glorifizieren, egal was sie machen. Und jetzt zeige ich euch, was ich damit genau meine. Also bei dem neuen Apple-Event wurde gesagt, dass iTunes, das jetzt fast 20 Jahre alt ist. Mein Gott, das muss man sich mal überlegen. Als iTunes geschaffen wurde, war ich 6 Jahre alt. Nee, 7. Nee, warte mal. Ich war dieses Jahr 26. 5. 5 Jahre alt. Überlegt mal, was ich da für ein Hosenscheißer war. Da habe ich tatsächlich, mit 5 stand ich mal hier, genau an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade sitze, habe die Beine so weit auseinander gemacht, wie ich konnte, und habe es laufen lassen, um meine Mutter zu ärgern. Ja, mein Gott, Dinge, die niemand wissen muss. Jetzt weiß es die Welt. Ja, und wenn man sich das mal so überlegt, dass das iTunes seitdem sich immer weiterentwickelt hat und immer weiterentwickelt hat und ein Programm ist, was für meine Verhältnisse übersichtlich und auch ordentlich war. Und vor allem auch etwas, wo ich toll gefunden habe, dass eben alles an einem Ort war. Man konnte seine Musik, seine Podcasts, seine Videos, alles an einem Ort speichern und musste dann nicht 1000 Programme aufmachen, wenn man gerade ein Video angucken wollte. Klar, man konnte nicht ein Video angucken und parallel Musik, aber wozu auch? Jetzt mal ganz ehrlich, mir fällt da jetzt keinen Grund dafür ein. Ja, und jetzt haben sie es bei diesem Event öffentlich gemacht, dass mit dem neuen Mac OS dann auch plötzlich sie das sich dazu entscheiden, einfach dieses Programm, das sehr übersichtlich für mich war und auch für mich gewohnt, in 3 Teile aufzuspalten. Und ich habe noch gedacht, okay, ja, ist jetzt halt so, ich habe ja nicht begeistert, ich habe geschumpfen, ich habe alles und ja. Ich mache mir echt langsam Sorgen um meinen Hasen. Der sitzt da und guckt, wie so der Frosch. Es tut mir echt leid, wenn ihr den Blick sehen könntet. So.
Saturn. Wartet, ich hole mal ganz kurz das Karnickel runter und dann drehen wir weiter. Immer dieser Pause. Ihr wisst ja, weiße Wand, weißer Pausenknopf. Dann geht's los. So, also er rennt auf jeden Fall, dann ist seine Hüfte nicht beschädigt. Jo. Ja, ja. Gibt gleich, ja. Ja. Nicht auf ein Bein allein. Gut, zwei Beine sind besser. So, auf jeden Fall spalten sie es jetzt in drei Programme auf. Und ich habe dann mir gedacht, okay, habe die und dann gab es die ersten Videos zu diesem Programm und habe mir die angeschaut. Und wie kann man behaupten, man teilt etwas auf, damit es übersichtlicher wird, um es dann so unübersichtlich zu machen wie ein Mathebuch? Mathebücher sind unübersichtlich, vor allem Textaufgaben. Fahren zwei Züge los. Mein Gott, was interessiert es mich? Ich bin in keinem drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Welt hat es verstanden. Steinhafer. Und du musst nicht sagen. Auf jeden Fall war es dann so, dass das... Ja, das ist mein Finger, nicht die Schachtel. Das ist mein Finger. Ich mag den gern. Bitte lass ihn dran. Entschuldigt. Auf jeden Fall, das andere Ding, was mich dann daran so geärgert hat, war einfach die Tatsache, dass sie dann auch noch sich entscheiden, jetzt für die iPads ein ganz eigenes Betriebssystem rauszubringen. Wo ich mir dann auch denke, ja, was macht man dann mit den ganzen Apps, die man für teuer Geld gekauft hat oder die man auch nur für Geld gekauft hat? Das muss ja nicht immer teuer Geld sein. Auch mal für 99 Cent, obwohl, wenn es sich zusammenkommt, dann läppert es sich. Ne? Wenn man das alles dann nicht mehr auf den iPads geht, nur weil die sich jetzt entscheiden, das schon wieder das System zu ändern. Und ja, das finde ich dann für mein persönliches Befinden gar nicht toll und überhaupt nicht lustig. Genauso ähnlich wie die Kralle in der was man nicht alles tut aus Liebe zu einem kleinen schwarzen Häschen. Okay, Schatz, das reicht. Obwohl, noch so ein bisschen ist ja gröber. Da kriegt er eigentlich mehr, ne? Mhm. Ja, bin ich blöd. Ja, ich hab's. Ja, der Schatz. Ja, gut. Und jetzt machen wir die große Lücke und wir nehmen es weg. Guck, es ist weg. Jetzt ist... Nein, Schatz. Nein, nein, nein. Ja, ja, da ist es. Ja, ja, kann ich mich jetzt umnehmen? Oh Mann, da will man sich über Apple beschweren und hat so einen süßen kleinen Kerl um sich rum. Mhm. Ach du Herrjemine. Das nennt man in Fachkreisen. Oh, das sieht man gar nicht. Vielleicht auch nein. Ich habe einen halben Hasen auf mir drauf, so vom Fell her. Naja, auf jeden Fall fand ich es dann ehrlich gesagt für mich persönlich eine Sache, die ich nicht gut finde, wenn man einfach sich entscheidet und sagt, wir wollen es jetzt übersichtlicher und splitten alles in drei Teile auf, die dann noch unübersichtlicher sind. Und zum Zeitpunkt dessen, wo ich das erfahren habe, war der Stand, dass iTunes weg ist. Und dann aber ein paar Tage später hieß es, ja, nee, ist nicht ganz weg, auf den alten Betriebssystemen bleibt. Es bleibt auf unserem, es bleibt für die Windows-PCs so. Und dann dachte ich mir, wenn es doch übersichtlich ist, wenn sie es wirklich wegen der Übersichtlichkeit machen, dann müssten sie es eigentlich konsequent überall verändern. Aber dass sie es dann nicht überall verändert haben, heißt, dass sie es nicht wegen der Übersichtlichkeit gemacht haben. Sondern wahrscheinlich waren es einfach zwei neues iTunes zu programmieren oder sowas. Und dachten sich, ja, splitten wir es in drei Teile, dann haben wir Zeit gespart und... Vor allem merkt da keiner, dass wir fünf oder sechs andere Teile rausgelassen haben. Ja, und ich für meinen Teil, ich fand es dann halt einfach beknackt. Der Schatz am Häuschen. Ja, aber was mir dann auch aufgefallen ist, und zwar ist auch noch dieser überteuerte neue Mac vorgestellt worden, der in der Bestausstattung, ja glaub so um die 50.000 kostet und der Bildschirm schon alleine 5.000 kostet und der Bildschirm nicht aufstellbar ist, wenn man nicht dazu einen Aufsteller kauft, der auch schon wieder 1.000 fast kostet. Da habe ich mir so gedacht, wer kann sich das noch schönreden? Das ist doch eigentlich nur noch, wir ziehen euch das Geld aus der Tasche und zwar, weil wir es können. Und dann habe ich die ersten Videos von Technikleuten gesehen, die viel mit Apple arbeiten. Und die haben es tatsächlich geschafft, sich das noch schön zu reden.
Ja, da kriegst du ja ein Expertengerät. Das kostet wohl, wenn man so Experten hört, in Wirklichkeit viel mehr. Ja, kann sein, dass es bei Experten viel mehr kostet, aber Apple ist kein Experte über diese Themen. Also, dann, das ist, also, oder solche Sachen wie, ja, wenn man bei Dell oder irgendwo sich was Ähnliches nur konfiguriert, kommt man auf viel höhere Preise. Ja, kann sein, aber da macht man es halt nicht. Das ist doch so. Wenn man die höheren Preise nicht will, da kann man dafür aber auch sagen, ich nehm auch einen PC für 300. Klar, der kann halt nicht unbedingt 8K-Videos schnibbeln, aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns, bis auf die Filmindustrie braucht es doch eh keiner. Und jetzt mal grob gerechnet, sagen wir mal, irgendwie kommt es so da auf hart oder hart raus, dass dann 50 Filmfirmen das kaufen und da sagen wir mal 100 Mitarbeiter, dann sind es immer noch nur 50. Ja, Mathe ist nicht mein Ding, deswegen bin ich Mathebücher übersichtlich. Das einzige Art, wie ich mit Mathe rechnen kann, ist mit Geld, aber selbst da wird es dann schon lapprig bei mir. Ja, und ich sag euch, ich finde es irgendwie schade, dass Apple so im Moment mein Gefühl nach den Bezug zu den normalsterblichen Leuten verloren hat. Es wird immer teurer, es wird immer übertriebener, es wird immer unübersichtlicher, weil ja, viele Sachen, die bei dieser Vorstellung vorgestellt wurden, gab es in irgendeiner anderen Form schon mal. Und ja, ich für meinen Teil sage da einfach, alten Käse nochmal aufwärmen, macht den Käse nicht leckerer. Und ich finde es einfach schade, dass Apple teurer wird, dass sie bei jeder Sache irgendwie was rauswerfen müssen, dass sie vergessen, wo ihre Basis war, was sie gut gekonnt haben, dass sie immer nur noch drauf rumreiten, wir sind für Sicherheit, 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 und man dann trotzdem so Geschichten hört wie, ja, die Cloud wurde gehackt, das wurde gehackt, das wurde gehackt und das wurde gehackt, und man sich dann denkt, ja. Und es auch komisch ist, dass man trotzdem komische Werbungen kriegt. Also, ja, ich sage jetzt nichts, aber ich habe da so eine Theorie. Und ja, auch unter anderem finde ich schade, dass sie einfach nicht mehr Preise machen, wo Leute, die großen Geldbeutel haben, sich leisten können und einfach mal wieder etwas herausbringen würden oder könnten, wo auch Leute mit kleinerem Budget was davon hätten. Ich meine, ich bin ja riesen iPod-Fan, aber der jetzige iPod, der rauskommt mit dem neuen Speicher, der kostet mir zu viel. Ich sage, ich zahle sicher nicht so viel nur für den doppelten Speicher. Und trotzdem noch ein Gerät, das ich eigentlich in meinem Schrank habe. Das ist ja das Ding. Da kauft man sich lieber zwei alte iPods, dann hat man auch doppelten Speicher. Sogar noch gespart, voraussichtlich. Ja, das war alles, was ich heute so zu erzählen hatte. Entschuldigt, dass ich so wirr bin, aber bei mir gab es gerade unglaublich viel Sonnenstrahlung. Ich gebe zu. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am, ich würde sagen, nächsten Mittwoch. Aber wir sind ja gerade am Mittwoch. Ja, das ist wirklich gut. Ja, wir sehen uns dann am Mittwoch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietum@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Ich werde mir jetzt Wund- und Heilsalbe auf die Kratzer auf meinen Beinen schmieren und meinen Hasen wieder in den Stall zurückbringen. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.